So, bin wieder Wie ging das da in den da. Von Arbeitskollegen von Jenny da. Der in Schwerin, sein Vater ist in Schwerin im Krankenhaus und die haben natürlich wieder Scheiße gebaut. Also geht nie ins Ja. Krankenhaus Schwerin. Da stirbt ihr alle. Also da ist mir echt nicht geholfen, ey. Das hat so schon einen schlechten Ruf. Aber naja, das will ich jetzt hier nicht weiter verbreiten. Ist nur eine Empfehlung. Jedes andere Krankenhaus, aber nicht dahin. Nee, der Vater hat seine Zunge verschluckt. Irgendwie. Und er hat den Notschalter schon gedrückt, aber die Schwestern haben nicht reagiert. Und er musste reanimiert werden. So war das. Und ja. Naja. Weitere hast du ja eben gerade bestimmt gehört. Gut. Trotz dessen, wir sind jetzt hier bei Red Dead Redemption. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich wollte jetzt in Klage. Ich bin jetzt total außer Rolle. Hier sind zwei Aufgaben von. Ah ne, das ist Mrs. Person. Dutch. Ich mach mal erst die alte. Naja. Was ist verreckt? Ist schon wieder ein Pferd von dir verreckt, oder? Nein. Na? Hatte bitte einen Pupskurs. Was ist ein Pupskurs? Ja, aber ich sagte, wir können nicht mehr pupsen. Und ich habe gesagt, das üben wir denn. Ist das bescheuert? Halt, Muss Vorsicht. auch herbringen. Musst das Spiel auch holen. Nee, meine Pluskarte ist vorhin abgelaufen. Ne? Hat nicht mehr gekriegt. Jetzt kannst du kein Dead by Daylight erstmal zocken. Nee, ist halt so. Ich mach's beim Spätdienst nächstes, dann mach's ja sowieso nicht. Ja. Du setzt dich bestimmt gleich hier rein. Der Laptop, wollte ich schon sagen. Der PC Nee. ist nur an. Ich muss meine Serie auf Netflix weiter gucken. Es wird Regen. Ich hab's heute den ganzen Tag schon Morgen soll gesehen. 20 Grad werden. Hast du gehört? In Bayern hat's heute geschneit. Und jetzt auf einmal Da sind wieder 17 Grad. schneit's immer. Nee, ich hab meine Brustsaugen gejuckt. Und dann hat's angefangen zu regnen. Aber guck mal hier. Was ist das? Kommt, kann Das auch vom juckt Wetter und kommen. brennt. Ja, hör auf zu kratzen. Geht nicht. Scheiß Möpse. Das Ich ist hab doof. Wettermöpse. Du weißt schon, dass es das alles in der Aufnahme mit drin ist. Ja, und mir, Alter. Wettermöpse. Möpse! So heißt die Folge Wettermöpse. Wettermöpse, ist doch gut. Gut, was habe ich denn jetzt hier für eine Mission? Irgendwie steht meine Couch schief. Warum? Weil die schief steht, die steht hinten so nach Eck weg. Die muss ich da noch ein Stück vorziehen. Ja, komm, kann ich ja morgen alles machen. Ein Tippchen gern. Wer quatscht denn hier? Nörgel, Nörgel, Nörgel. Was hier ist was los? Oh, er dreht richtig durch, der Typ. Ach, Mrs. Parson, oder Parson, oder weiß ich, muss ja eh hin. Oh, bedroht ihn mit dem Messer. Bitte. Das war Mörnbrot mitgebracht. Was habe ich mitgebracht? Mein lokaler Mörnbrot. Ja, habe ich auch mitgebracht. Das ist Joghurt. Das Maisbrot war noch warm heute, wo ich es gekauft habe. Ist noch Auch weich. Schmerzen, ist dann nicht so gut, das Ach geht so. auch. Aber wie gesagt, das Mörnbrot ist lokal. Die Alte ist ja gerade richtig aggro hier zu ihm. Koch.
Ach, das ist seine alte. Nee, oder? Nee, er heißt ja Mr. Pearson. Was hab ich denn gelesen? Mrs. Pearson? Nee. Alles klar. Ja. Mit was hast du die Wäsche gewaschen? Mit was? Mit was hast du die Wäsche gewaschen? Ja, mit dem Vanish. Die stinkt. Kann ich nichts für. Vanish. Die stinkt, als ob du so. Na, hier, wenn du im Regen standest und einfach die Klamotten irgendwo hinlegst. Dann musst du Fenster aufmachen. Ich, aber draußen war arschkalt. Ich hab nur auf zwischen 1 und 2. Merkt man sofort. Aber kannst du auch, weil ich muss ja eigentlich wegen Schummel. So, wo reiten wir jetzt überhaupt hin? Ah, in der nächsten City, alles klar, dann kann ich da auch mein Kopfgeld wahrscheinlich bezahlen, wa? Wie er lacht, Anne. Hör auf zu rülpsen, Junge. Tommy. Ja. Stelle ich mal das hier ab. Gut, wir sind da. Oh, die holt die Knifte raus, ey. Kannst du schon wieder am Posten? Weiß nicht. Ey, unser Gruppenbild ist in der Gruppe, ist jetzt wieder geil. Guck ich mir später an. Was ist denn los? Geil. Geil. Wie Andy und Fliege da gucken, Alter. Hm, große Familie. Kaufe keine Kleidung. Eigentlich kann ich mir Whisky kaufen hier, ne? Wenn ich schon mal hier bin. Das ist jetzt so normal. Tabak. Komm, schade, dass man nicht lesen kann. Ich nehme mal einen guten Brandy mit. Ich wollte noch was Dixig geben, ne? Die Bande wird geben. Ah, ich kann hier auch meine Goldbarren bestimmt verkaufen, ne?
Ne, hier kann ich den Goldbarren nicht verkaufen. Ladenbesitzer akzeptiert den Gegenstand nicht. Wo muss ich den denn verkaufen? Ich muss da noch zum Brief, muss ich hin. Ich gehe erstmal zum. Ah ne, der Brief ist ganz woanders. Hier spielt eine Musik. Hier ist ein Schlachter. Oh, oh. Ich wollte mich nicht auf den Tisch stellen. Ich will was kaufen. Hier was. Gesalzenes Rindfleisch. Erstklassiges Rindfleisch. Ja, kaufe ich mal. Jetzt hat das Fleisch. Schweinefleisch nehme ich auch mal. Alles klar. Hau rein. Ich gehe jetzt da drüben hin. Oh, hau rein. So, mit U. Hi, Miss. Alles easy, ich bin's nur. Beamte. Kopfgeld bezahlen. Ja, hier. Alles klar. Post verschicken. Senden. Doch, ist doch seine alte Post von Mrs. Pearson. Steige in den Wagen. Alles klar. Stehst im Weg. Ich muss durch die Tür, Junge. Ja. Verzeihen Sie. Nee, verzeih ich nicht. Wer so lange durch eine Tür geht, verzeih ich nicht. Was ist denn mit dir? Mach ich nicht an. Was kann ich hier noch in der City machen? Oh, ich kaufe immer noch eine Zeitung hier. Guckt so bedebbert. Zeitung kaufen. Was steht denn Schönes? Habe ich die jetzt? Muss ich bestimmt in der Tasche gucken, ne, um die Zeitung rauszusuchen. Aha. Hier, das ist das Taschenbuch. Rezept, Briefe, Notizen, Landkarte, Zeitung. Was steht denn hier Schönes? Blut in den Straßen von Valentine. Oh. Wer war denn da? Gesetzeshüter. Dutch Bande und Cornwall-Wachen treffen aufeinander. Tote überall. Familien trauern. Gerichtsmediziner überfordert. Ja. Da war ganz schön was los. Valentine-Anwohner sagen. Es hätte geklungen, als ob vor ihrer Tür ein Indianerkrieg wieder ausgebrochen wäre. Zuerst hörte man Schüsse und Frauen und Schwache flohen in Deckung. Schnell entwickelte sich die Situation zu einer nicht enden wollenden. Was steht denn da? Kampf. Ach so. Oh Gott. Valentine ist in den Regionen durchaus als ungemütliche Viehzuchtstadt bekannt. Ja. Habe ich gesehen, die sind nicht alle ganz dichter.
Ja gut, Thomas, steht ein ordentlicher Artikel drin, ne? In der Zeitung, die ich gerade gekauft habe, was im Valentine gerade los war. Die große Ballerei. Finde ich cool, dass es denn so drinne steht, ey. Voll geil. Ja, das abtanken, ne? Ach, die muss jetzt fahren, okay. Hübsche Fädis. Geheuer aus, die Typen. Oh, die Alte, die dreht gleich durch. Oh Gott. Junge. Oh Gott. Und mein Dead Eye ist schon wieder weg, ey. Oh Gott. Die überreitet ihn, ey. Die ist ja nicht ganz dicht. Oh Gott. Junge. Wo sind die denn? Gott. Oh, Mann, Money ist alle. Von den guten. Was, du lebst noch alle? Du bist tot. Du bist auch tot. Nein. Ich wollte nachladen. Oh, ich Fettfinger mehr wegen Fortnite. Aber den hole ich mir. Oh Gott, das war alles schlecht. Voll im Arsch. Hey, ich will ihn plündern. Gut, der geht nicht zu plündern. Erstmal plündern, Lady, bevor es weitergeht. Das ist A und O in der Bande. Die Leute sind noch nicht umsonst gestorben. Oder was, Thomas? Mhm. Hallo. Was? Hä, nee, hier. Er will nicht und... Ach. Will ich nicht durchsuchen. Egal.
Oh, weiter geht's. Ach, jetzt soll ich weiterreiten, okay. Die Zügel in der Hand nehmen, alles klar, mach ich. So, hätte ich das auch. Mal gucken, was ein Dutch für mich hat. Miss Adler. Ach, Miss Adler ist gut. Er heißt Mr. Pearson. So. Der dicke Koch mit seinem Zylinder. Der schmierige. Was ist hier los? Hä? Was ist das für eine Ansicht? Okay. Gut. Wer will was? Hat doch gerade einer meinen Namen gerufen hier. Hä? Verarschen? Da hat er schon wieder. Welcher Alte ruft denn jetzt hier meinen Namen? Arschen. Gut, ich gehe erstmal zu Dutch. Ah, ja, ja. Der neue Süden. Folge Dutch. Okay, bleib mal ganz ruhig. Yeah, boy. Du bist bestimmt zu den Pferden, ne? Steiger auf dem Pferd, ja. Alles klar. Da kommt er auch mit, oder? Achso, alles klar, Junge. Ach, Hosea, so heißt er. Ich will mehr Hosea sagen oder so. Komischer Name. Ganze See voller Fische.
Gehen wir jetzt etwa angeln? Mal gucken, was jetzt passiert. Natürlich, trotzdem brauchen wir Geld. Valentine ist geklärt, also ich habe kein Kopfgeld. Hm? Hast du was vergessen, habt ihr aufgeschrieben? Na. Ich kann ihn morgen nochmal holen. Ich brauche ihn mal für die Arbeit. Ja, ich krieg jetzt keine mehr ran, ich weiß nicht. Nein! Schreib ich ja nur Rieke, ob ich mir morgen gleich welche Papier holen kann. Ja. Oha, eine Kutsche. Oh, hier, oh, da ist ein Verbrecher drin. Danke. Die wollen sie wohl nicht mit denen reden lassen hier. Komm rauf hier, komm, die holen wir uns. Verfolge den Zug. Da sind die eiskalt ausgebrochen. Ey, Junge, Bobby, Junge, reite. Schneller, ich versuch's doch. Arthur Callahan. Los, 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 los. Was dämlicher Bastard. Das ist ein Trottel, Junge. Reite neben den Zug, ja, versuche ich. Och, Alter. Spring auf den Zug. Ich hab Viereck gedrückt und er springt nicht. Was ist hier los? Reite näher ran. Reicht doch. Aufzuschmeißen, Junge. Jetzt gibt's ein paar auf die Level. Boah, ich bin drauf. Boah.
Was? Ich rede hier mit ihm. Achso, Kreis. Sau. Kriegst Post, Maul. Lass ihn nicht entkommen. Ich krieg euch alle, ihr Schweine. Scheiß Bolle. Ah. Boah. Jetzt ist mein Hut schon wieder weg, Junge. Oh, er ist runter, okay. Da kann ich nichts für. Komm her, Junge. Langer. So. Wo hast du denn das Messer jetzt so bei mir? Kriegst aufs Maul. Boah. Gott. Boah. Aufs Maul. Tier. Spaß. Ich glaub dich so windelweich, dass deine Eltern dich nicht mehr erkennen. Oh. Alles Ordnung hier drin? Ich muss hier raus. Bin total benebelt. Achso. Aufheben. Junge, 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 hier ist was los. Mahlzeit. Ist klar. Ablegen. Achso, nee. Erstmal verstauen hier. Oh, ich mach auch gleich Feierabend. Ach ja, ich muss ja aufsteigen, ne? Sonst kann ich ja nicht reiten. Ich folge dir. Habe ich auch schon ein gut paar Folgen dann zusammengespielt. Ey, nicht schubsen. Ist nicht fair. Achso, hier ist er. Alles klar. Dutch hat der Bande angeordnet. Achso, in Rot ist keine Waffen zu benutzen. Alles klar. Wir dürfen keine Unruhe stiften. Schönes Fleckchen. Werde ich hier wenigstens meinen Goldbahn los? Ja, war in der einen City nicht, also nicht da. Aber das, ich glaube, das ist dieselbe City. Ah, das ist dieselbe, okay. Oder? Sieht das nur so aus? Ah, egal. Was geht? So, er kommt wieder runter, Junge.
Messerstiche. Come on! Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Oh, better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Nella? I can't thank you enough. Where have you been? Around? And where you stay? I'm at the caravan, the edge of town, behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Brayton's. Yeah. Two old plantation houses. Fallen out, rebel gold. Married cousin, not married. Or if you're okay, start poking around. See what you can find out about that. I have missed, boys. I've heard about you. They've been priced on my head in 13 years. It'll take months to find us down here. Seems like we can have a little sport. They're good bounties. When you hear this? Some fellas I met at the camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. Well, super agents. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure of it, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Kein Ding. Aber mir fehlt schon wieder ein Hut. Das ist doch belastend, ey. Sehr gut. Kein Ding. Was für ein Angelausflug, ey. Auch nicht schlecht. Nee, ich hab keinen Bock auf Angeln. Da bleib mal ganz ruhig. Nö. Nächstes Mal machen wir den Angelausflug. Mission abgeschlossen. Alles klar. Was blinkt da auf? Und wieder ein Video. Psst. Ich will davon nichts wissen. Was blinkt denn da drüben? Ich guck mal schnell auf die Karte. Wo soll das sein? Ach, das da hinten. Okay. Grace. Gut, da ist mein Pferd. Hier ist Waffenverbot. Hä? So, jetzt mein Schlag. Büchsenmacher. Ja, ich verzitter mich auch jetzt. Gut. Kapitel 6. Gut, ich speichere jetzt hier ab. Und danke, dass ihr wieder alle zugeschaut habt. Und bis zum. Erstmal speichern. Nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ne? Red Dead Redemption und so. Die kleine Schlawine. Mit dem Tommy und Co. Mit dem Finger in den Po. Und diesmal hole ich mir dann auch wieder meinen Hut zurück. Ach, ja. Kann ja sich auch nur die Hand vor den Augen halten. Schlafen müsste, glaube ich, auch. Das wäre auch mal angebracht. Gut, alles klar. Ich würde mal sagen, Ring gekloppt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.